Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der LS19 Ravenport. Ich weiß zwar nicht warum, aber es schaut wirklich hell aus, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt noch hinten und so ausschaut, aber für mich, wenn ich Licht ausschalte, sehe ich sich alles, als wenn es Morgendämmerung oder Abenddämmerung wäre. Vielleicht liegt es echt an einem Mond, an einem Vollmond, dass der alles so schön aushalten würde oder auch tut, wie auch immer. Das wäre super. Dadurch kann man die Nacht eigentlich super durchspielen. Darum auch die nächste Folge wieder in der Nacht. Ja, und in der letzten Folge haben wir ja unser Feld graben lassen von Helfer. Einen Gruber habe ich da schon eingestellt. Denn das ist auch fertig geworden, ziemlich zeitgleich wie mit der Mission, der Erntemission fertig war. Und jetzt holen wir unsere Sämaschine und gehen wir gleich ernten, weil ansonsten ist normalerweise bei unserem Feld hat nichts zu machen. Ich schau nur, es ist gegrobert. Ja. Was, wir haben schon wieder Unkraut? Warum haben wir schon wieder Unkraut? Das heißt, wir brauchen einen Strick und noch a. Ein Strick oder ein Spritzen? Ja, aber um mich schauen, weil das kann es ja nicht sein. Jetzt haben wir schon wieder Unkraut, haben wir gerade das gepflügt. Robert. Jetzt haben wir schon wieder Unkraut. Tatsache, da. Das 0%. Wie ist das möglich? Warum haben wir da schon wieder Unkraut? Ich habe keine Ahnung. Aber das, was ich auf alle Fälle weiß, ist, dass man einmal eine Sämaschine besorgt. Halt! Halt! Hab was vergessen. Weil unsere Sämaschine hat ja nicht so eine große Kornspeicher oder Korntank. Deswegen nehmen wir jetzt einen Frontloader mit. Wir haben da zwar die Spieß drauf für Ballen, aber normalerweise, wenn es gleich ist wie beim 17er, kann ich damit auch Paletten aufheben. Wenn ich damit Paletten aufheben kann, könnte gleich eine mitnehmen, ein Paletten auch zusätzlich. Das mit dem Unkraut, da überlegen wir uns noch was. Die Pflegebereifung tue ich auch noch gleich auf. Und danken können wir jetzt auch. Das habe ich mir extra jetzt aufgeschrieben. Danken. Da sind wir 40.000 Tomate, damit können wir die Sämaschine kaufen. Und ja, was kauft man? Striegel oder Spritzen? Besser wäre Spritzen. Und zwar aus dem einen Grund, dass wenn was schon größer ist oder höher gewachsen ist, ist es für mich logischer, mit der Spritzen drüber zu fahren. Als wir mit einem Striegel. Striegel kann man nur bei der ersten Wachstumsstufe oder so ähnlich verwenden. Und die Spritzen immer bei jeder Wachstumsstufe. Würde ich mal annehmen. Ist da eine?
Und du weißt, die Arbeit gehört, wenn man damit fort eigentlich nach unten gerichtet. Ich bin ein guter Fahrer. Ich baue schon keinen Unfall. Oder spießt damit, wenn auf. Auf Spießen glaube ich, kann ich sowieso keinen. Bis jetzt habe ich noch nie irgendwo einen gesehen herumlaufen. So. Genau, und wenn wir sehen, werden wir nachher wieder einen Helfer aktivieren. Und wir gehen die nächste Mission noch an. Zwar, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da eine Mission entdeckt: eine Armee-Mission für Mähen und Ballenpreisen und so weiter. Die werden wir noch angehen, weil auf die hätte ich Lust und Laune. Mal mit Ballenpreisen oder früher beim 17er. Ich habe zwar früh gemäht, hab aber alles eigentlich die Silage in die PGA gebracht. Es sei denn, ich habe. Fahr mal zuerst tanken. Es sei denn, ich hab das Groß irgendwo braucht. Ah, das ist auch mit dem Knopf. Na voll, super. Und nicht einmal so teuer. Das geht. So, da. Dann kann man konfigurieren. Haben wir die Pflegebereifung nochmal auf. Obwohl beim Sehen brauche ich es noch nicht, oder? Ah, haben wir Sicherheitshalber auf. Was ich aber nachsehen muss, damit ich nicht gleich irgendwie einen Faller mache. Oder einen Scheiß baue. Die kennen mich ja. Da, auf einen will ich nicht. Da. Leute, so. Erst mal das schon wieder. Ah, mit links. Den Link. Okay. Ist der echt zu nah oder was? Dann noch drei. Bisschen weiter. So. Jetzt hat die Verdauer nicht mehr drin sein. Da. Konfigurieren, Reifen, Pflegebereifung, ja genau, kostet mich nix. Ja, die haben wir nämlich schon. Das ist etwas, was sie ziemlich gut finden, reparieren. Ja, passt, okay, zurück. Ich finde es super, dass wenn man schon was gekauft hat beim Traktor, und das nachher inzwischen nur ein bisschen umbaut, dass man und nachher wieder zurückbaut, dass man nicht extra dafür wieder was berappen muss, weil immerhin hat man es ja schon einmal gekauft.
Super. Schauen wir mal. Da. Und wir kaufen jetzt eine Seemaschine. Seetechnik. Und wir haben gesagt, gleich da die erste für 13.000. Mit der können wir Hafer ansetzen. Es haben wir genug. 1000 Liter gehen eine. Kaufen. Ja. Okay. Muss halt klar anfangen. Das ist leider beim Big Bags. Saatgut. Weg. Das sind 1000. Ja, das ist der schon. Der da kaufen. Ja, okay. Der zweite auch kaufen. Ja, okay. Bei einer geht in die Maschine und dann unternehme ich auf die Gabel. Ich hoffe, dass das reicht. Glaube ich aber nicht. Da werden wir wahrscheinlich noch einmal herkommen müssen. Hoppala. Jetzt gar dran. Und auffüllen. Hat's. Fertig ist so. Licht. Lichtfahrer sind sichtbarer, oder wie heißt's so schön? Du ein bisschen näher kennen. Bin ich oder was? Jetzt ist er wahrscheinlich. Passt. Wenn wir in der Ansicht fahren, war die Ansicht. Ja. Oh, ja, geht da. Hat nur wieder vergessen. Schauen. Da bin ich neugierig, ob wir schaffen mit 2000 Liter unser Feld anzusehen. Aber ich glaube nicht, ich glaube, da müssen wir nachher später noch einmal holen fahren. Oder was ist denn da vorne? Seht ihr das Licht? Das Rote, was da blinkt hat? Hoppala. Wo ist das jetzt hin? Warte, überholt den einmal. Aber, bitte. Was ist da mit dem Big Pack da vorne? Ich muss das kurz abladen. Ich glaube, das wird da Maukitzen auffangen. Jetzt geht's weiter. Was war der für ein rotes Licht vor? Hat irgendwie ausgeschaut wie so Rettung oder Feuerwehr?
Eigenartig. Aber ich hoffe, dass er es nicht nur ich gesehen habe, sondern ich auch. Ansonsten habe ich jetzt eher ein Beweisvideo. Ha, ha, ha. Ist das da unten eine Höhle? Oder das, gell? Ich glaube, da müssen wir runter. So. War mal das Big Pack, du ein bisschen daher. Weiß ich jetzt schon, das ist zweinig. Ist das mit dem noch immer gleich? Ja. Das ist der Hafer. Was war's? Schon mal gleich. Hörfer. Wir jetzt auf den ganzen Feld umgerat. Fast. Meine Güte. Dann nimmst du Unkraut auch weg. Doch nicht, dass ich jetzt ein bisschen zu früh auch gesagt habe, dass da drüben auch Unkraut kommt. Sonst muss ich halt ein bisschen nacharbeiten, was Unkraut trifft. Für eine Spur hat er 26 gebraucht. Haben wir alles voll mit Unkraut? Ha? Ein bisschen muss ich halt dann nacharbeiten, was Unkraut betrifft. Da werden wir uns aber trotzdem ein Spritzen besorgen. Also beim 10 verschwindet das Unkraut auch. Gut zu wissen. So. Passt. Der ist beschäftigt. Dann steigen wir da mal kurz aus. Ah, du wirst nicht mehr blockiert. Ich bin schon weg. Ich will da nur mal nach. Da so. Wir haben mich da nur kurz ein Turbein. Ich will mir jetzt die Höhle anschauen. Weil das ist da öffentlich. Da geht da ins Wasser rein. Scheiße, da komme ich wieder nicht so um. Bin da um. Ich will nicht einbrechen, ich wollte nur irgendwie durch, Jungs. Ich sag's euch gleich. Meine Güte, da ist alles zu. Jetzt geht da einmal drumherum nach um die Halle. Der ist groß. Die Fabrik. Und da nicht rauf.
Das Haus. Okay. Das heißt, da kommt man nicht um. Jetzt ist geil, aber nicht so schnell läuft. Mal schaut, ich bin. Ja, saufe da oder was? Nein. Ah, da kommt man nicht um. Schade. Wir gehen zu der Höhle um. Gut, komm ich da rauf? Und hoch da, jawohl. So, passt. Also zur Kehe jetzt kann kommen. Na, dafür unseren Traktor. Passt. Ah, jetzt beiseite. Gehen wir Missionen machen jetzt. Aber nicht Missionen, sondern eine Mission. Und zwar haben wir gesagt, diese hier würde mich interessieren. Und zwar die Geräte tun wir gleich ausleihen. Feld Nummer 9. Wo haben wir das Feld? Da hinten oben. Passt. Das werden wir machen. Oh, jetzt auch nochmal, oder? Ja, passt. Glück. Und was haben wir da für einen? Einen Waldra haben wir. Und zwar. Lass mich mal kurz schauen. Garage, gemietete Fahrzeuge. Zeige ja nichts an. Was ist denn der für Waltra? Holland. Bei der mit die 105. Mal schauen, steht da was drauf? Ich hätte gerne nämlich wissen, wie viel PS der hat. Und zwar steht nichts an, was das für eine ist. Andererseits, scheiß drauf, probieren wir es einfach. Also, was haben wir da eigentlich noch für Geräte? Abgesehen von unserem Mähwerk. Büro dran. Alle geschmissen. So, das ist Ballensammler, das ist Z oder was? Was ist das? Was haben denn da für eine Gerät? Merchmax 002 von Kuhn. Kuhn. Für mehr Zeit. Schauen wir mal, was das alles ist. Entweder ist es Aventa. Das glaube ich nicht. Das ist der andere drüben. Wenn, das heißt, das müsste der Schwarte sein. Da. Das ist tatsächlich ein Schwader. Wow. Okay, wir machen also. Was war die Aufgabe?
Also machen wir Heuballen. Okay. Heuballen. Auf dem Feld 9. Gut. Das heißt, warte mal. Das ist der Schwader. Das ist der Wender. Gut, gut, gut. Dann stellen wir ein und probieren wir mal beides vorne aufhängen. Passt schon so. Da hinten hat ein Auswurf. So. Der das da bockt, ich weiß nicht. Aber wir werden es probieren. Aber, ich merke schon. Ranking, der Base in die Kette. Aber wir sind einfach so schneller, wenn wir beides machen. Einmal. Jetzt haben wir ein bisschen Ausgleichsgewicht. Na, 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 na. Da durch auf und noch und fällt 8, weil man fällt weg auf. Passt. Ja, der hat schon zu kämpfen, ha? Der kleine Waltra. Aber ich glaube, er wird seine Sache gut machen. Schauen wir ihn gleich mal von innen an. Oh, oben, oben, oben schaut er aus. Ist doch jetzt fast stehen bleiben. Ja, der Walter schaut echt nobel aus. Huh? Sauberes Pferd. So, und der nächste Weg links eine Ecke. Gut. Mal schon blinken. Oder der hat einen halben Blinker. Bitte nicht umkippen, danke. So, also fällt 9, das heißt, alles was eigentlich außen herum ist, Meter, das was außen herum ist, ha? Werden sehen.
Ja, das da, wenn er damit meint, das ist mir schon klar. Okay. Das geht also nicht. Das ist schlecht. Dafür ist er so schwach. Das ist schade. Der Versuch war's wert. Ich kann zwar sauter damit fahren, aber ich kann leider nicht alles. Betreiben. Muss halt zuerst mähen und dann schwadern. Das wird er wohl schaffen. Nicht schlecht gewesen, wenn ich ihn stärken packte. So, dann schütten wir das Haus wieder ein. Da. Runter, runter. So. So, und da müssen jetzt Feld beginnen, ja. Sie an, sie an, sie an. Nehmen. So, mal schauen, das geht. Wir fahren jetzt einmal im Kreis aus und tun wir dumm. Weil so wie es ausschaut, eine Spur außerhalb vom Ocker lässt dazu. Jetzt schreiben so viel mit den Lohnarbeit, was er will. Aber ich schaue natürlich, dass ich da gleich wie sonst da überall so viel wie möglich außerbringe. Ja, da tut er zwei Spuren sogar mit. Wenn. Oh, wie schön. Oh, schaut noch eins. Alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Außerdem weiß ich jetzt genau, wo ich noch entlang fahren kann. In einem Dreh, schau. Ich hoffe, das kann ich alles noch aufsammeln. Oder sparen. Ja, ich weiß. Jetzt brauchst du mir nicht noch 100 Mal schreien. Muss leider so versuchen, dass ich so viel wie möglich mitkriege.
Das soll man nicht daneben, oder? Ah, ist sehr schön. Das heißt, der Rest ist eigentlich alles da innerhalb vom Feld genommen auch. Also mir ist alles gehen jetzt. Okay, war fertig, wenn du mit der Folge mit der Mission sowieso nicht. Das heißt, du wirst in der nächsten Folge auch damit noch zu tun haben. Ich will halt schauen, so wie die Folge halt fertig ist, dass ich es Main wenigstens fertig bringe. Das heißt, in der nächsten Folge dann aus Schwert, aus Wenden, dann aus Schwadern. Und übernächste wird dann aus. Sag schnell, was heiß haben und sei. Und dass wir nicht alles in eine Folge einbringen können. Oder in zwei. Aber es ist echt schade, dass der Waldrand nicht stärker ist, dass ich vorne die Mähwerke und hinten an Wänden anhängen hätte können. Das ist schade. So, ich jump nur mal kurz runter, wie schaut's aus? Robert und der Robert, der Dings ist auch noch. Junge, du bist super. Du brauchst gar nicht so viel Saatgut. Und da haben wir halt noch ein kleines Säckel, wo Unkraut drauf ist. Ich da nachher mit der Saatmaschine noch mal drüber fahren, ob das geht. Und nachher probieren. Könnte ich probieren, aber ich glaube, es wird. Ja. Ein Hektar Aussaat haben wir. Ist in Ordnung. Ja, super. Ich muss niesen. Entschuldigung. Hat gejuckt, es hat gejuckt. Suppe.
Was, dann will ich jetzt offline die Wiesen fertig machen. Und dann mit dem Schwa-Aventer beginnen. Da schalte ich noch euch wieder dazu. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir mit dem Wenden beginnen. Denn diese Folge ist wieder mal ziemlich schnell vergangen. Schaut, dass wir drin nicht in die Höhle rein haben können. Da hätte ich mir genau geschaut. Aber ansonsten war es halt recht kamaut. Das mit der Saat, das schaut da ziemlich gut aus. Also fast mit einem Big Bag mein ganzes Feld ansehen kann. Gut dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Je nachdem, wann ihr gerade schaut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.